Ja, ihr hört auf den Spitz. Morgen weiter. Du kommst ja reichlich spät heute. Mann, Harry. Ich war noch bei der Post wegen der Zahlkartengeschichte. Ach so. Und dabei habe ich über die Kriminalpolizei nachgedacht. Mon Rehbeinchen, wie wär's mit dem Kaffee? Nachgedacht? Ja. Da habe ich mich gefragt, welcher Teufel mich geritten hat, dass ich mir ausgerechnet diesen Beruf ausgesucht habe. Genau. Mord? Ja, ja, heute Morgen eine junge Frau an der Autobahn. Hier, Harry, das gehört in deine Sammlung. Ja. Ja, und da seid ihr noch hier? Ja, ja, der Chef wollte, dass du die Sache machst. Aber ich sagte, der will bestimmt nicht raus aus seiner Zahlkartensache. Du hast sie wohl nicht alle, was? Sag mal, ich soll das machen, warum machst du es nicht? Weil ich pünktlich nach Hause will. Billard, was? Naja, diese Clubmeisterschaft, du weißt, ich habe doch erzählt davon. Ja, und wo ist der Alte? Ist schon alles angelaufen? Ja, alles wartet nur noch auf dich. Und da lasst du mich einen Kaffee bestellen? Kein Kaffee, Rehbein! Sie sind doch da! Ja, dann trinken selber! Wie belebend so ein Mord wirkt. Walter? Morgen, Chef. Ja, wir müssen gleich los. Ja, ich hab schon gehört. Ja, geben Sie mir die Fahrbereitschaft. Also, was ist, Walter? Machen wir weiter? Ja, ja. Die Beschreibung der Fundstelle, Kilometerstein Nummer 3,5, die Entfernung bis zum Dornbusch 4 Meter. Ja. Was ist? Hast du die Tote gesehen? Ich meine, angesehen? Ja, warum? Eine hübsche Frau. Ich hatte lange keinen Mordfall, jedenfalls nicht so einen. Also, Entfernung von äußerer Fahrbahnbegrenzung bis zum Dornbusch 4 Meter. Keine Schleifspuren. Anscheinend wurde die Tote in den Dornbusch hineingelegt oder man warf sie runter. Hast du's? Ja. Von mir aus fertig. In Ordnung. Na? Zufrieden? Ja, was nicht in Ordnung? Doch, doch, nur weißt du endlich, warum ich dir diesen Fall gegeben habe? Nein. Weil es um meine Frau geht. Das liegt dir einfach mehr, finde ich. Meinen Sie? Ja, man merkt's, wenn man dir zusieht. Glauben Sie, dass ihr einem Mann da nicht leid tut? Ja, ja, sicher. Hast du dir die Tote richtig angesehen? Klar. Und, was ist dir aufgefallen? Eine junge Frau, 7, 28 Jahre. Ja? Sehr hübsch. Ja? Schick angezogen. Moderner Typ. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auf Männer sehr gewirkt hat. Hm, möglich. Na, gehen wir an die Arbeit. Ich rufe noch mal an wegen der Vermisstenanzeigen von heute. Was heißt denn schon wieder, weil es eilig ist? Danke, lieber Kind, danke. Sie müssen auch trinken. Ja, ja, ja. Wegen der Toten, die man aus dem Wagen geworfen hat an der Autobahn. Ja, ich warte. Mensch, Robert, ich kann dir sagen. Gar nicht so einfach, was? Im letzten Jahr hatten wir drei Fälle an der Autobahn. Jedes Mal ein nacktes Mädchen. War die auch nackt oder erwürgt? Erwürgt. Ja, das sind genau die Fälle, die wir nicht rausgekriegt haben. Ja, ja, ich höre. Moment. Wieso liegt denn hier kein Bleistift? Ja, Sekunde. Wie war der Name? Irmgard Panofsky. Na, fabelhaft. Vielen Dank. Irmgard Panofsky. Der Mann hat vor einer Stunde Vermisstenanzeige aufgegeben. Pächter von der Autobahnraststätte. Dann war die eben nicht nackt. Bei der Nackten kriegst du es nicht raus. Jedenfalls nicht so leicht. Hä? Guten Tag. Mein Name ist Schreiber. Ich soll hier jemanden identifizieren. Wen denn? Die Irmgard Panofsky. Aha. Wer sind Sie denn? Der Ehemann? Nein, das bin ich nicht. Sondern? Kellner. Wieso denn das? Na, ich arbeite draußen im Rasthaus. Der Chef hat mir gesagt, ich soll mich hier vorbeisehen. Kann er denn nicht selber kommen? Nein, das kann er nicht. Der liegt nämlich auf der Schnauze. Ja. Ob das geht, weiß ich nicht. Muss ich mal telefonieren. Albert, die Zwölfer. Ja, Chef, sofort. Warten Sie, Mann.
Kriminalpolizei. Ach so. Ja, ich verstehe. Warum lachen Sie denn? Ich lach nicht. Das kann man ja wohl nicht bei der Lage. Na, was für eine Lage denn? Na ja, wo die Irma jetzt tot ist. Ja, aber trotzdem hätten wir gern Ihren Chef gesprochen. Ja, wenn Sie mal warten wollen. Er hat sich wie ein wildes Tier verkrochen, wissen Sie. Moment. Irmi? Klingt ja nicht ganz durch. Eigentlich heißt sie Irmgard. Hm. Ach, das ist so überheizt hier. Hast du eigentlich einen Spitznamen? Was, ich? Ja. Es gibt Leute, bei denen man die Vornamen einfach abkürzen muss. Und du bist genau der Typ. Ich sag Ihnen, ich bin froh, dass ich ihn los bin. Chef, meinen Sie nicht, dass Sie den Mann gekannt haben muss, zu dem Sie in den Wagen gestiegen ist? Das Gesicht kenne ich. Jetzt habe ich bestimmt einen Fehler gemacht, was? Zwei. Ja. Ach so, ja, natürlich. Wer sagt denn, dass es ein Mann gewesen ist? Ja, richtig. Ja, und dann, sie muss ja gar nicht zu ihm in den Wagen gestiegen sein. Wahrscheinlicher ist sogar, dass man sie bereits als Tote in den Wagen gebracht hat. Ja, und dann ist man abgefahren und hat sie in den Dornbusch gelegt. Natürlich nur eine Vermutung. Wenn Sie jetzt bitte kommen wollen. Sie müssen nur entschuldigen, Herr Panofsky liegt im Bett. Der ist ja völlig fertig. Ja, also dann. Guten Tag. Guten Tag, Herr. Entschuldigen Sie bitte meinen Zustand, aber ich... Guten Tag, Herr Panofsky, bitte bleiben Sie liegen. Ja, ich habe gerade eine Spritze bekommen. Ja, wir werden ich Sie gar nicht lange... Ich kann es einfach nicht glauben, wissen Sie, ich verstehe es nicht. Nein, 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 das... Bitte, ein Herr Mensch, Panofsky. Der gestern noch gesund und lebendig war, auf einmal tot ist, nicht mehr da ist, nie mehr. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ich kann mir denken, wie Ihnen zumute ist, Herr Panofsky, aber ich muss Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Ja, ja, bitte, bitte fragen Sie. Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen? Gestern Abend um 11. Ich habe noch Agnes gefragt, unser Buffet-Fräulein. Ich sag, wo ist denn meine Frau geblieben? Aber sie wusste es nicht und sie sagte, sie ist auf einmal weg. Ja, ich habe nicht mit dem Schlimmsten gerechnet, wissen Sie? Nicht damit, dass man sie morgens in einem Straßengraben findet und dass sie tot ist. Umgebracht. Wir werden den Täter finden. Den Täter? Den kenne ich. Was, den kennen Sie? Ja, Wiegand. Er fährt einen Möbelwagen, Firma Bauern Kuster. Und das ist der Mörder Ihrer Frau? Ja. Aber ich muss Ihnen noch etwas sagen. Sie hatte ein Verhältnis mit ihm. Schon lange. Seit Monaten. Und er kommt immer mit seinem Laster hier vorbei und übernachtet. Ich kam jetzt gar nicht dahinter, warum der immer hier bleibt. Ja, schließlich kann er ja durchfahren. Sind ja bloß 50 bis 60 Kilometer. Wohin? Also seiner Firma. Ach so. Ja, aber das beweist doch noch... Gestern Abend war er wieder hier. Ich sag ihm, Sie kriegen kein Zimmer. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Aber er hat sich hingesetzt und hat was getrunken. Ich schickte Irmi zu ihm. Sag ihm, dass Schluss ist und sag ihm, ich bin dahinter gekommen. Da hat sie sich zu ihm gesetzt und hat es ihm gesagt. Ja, und dann ist sie noch mit hinausgegangen und ich habe gehört, wie der Laster abfuhr. Ja. Und seitdem war sie verschwunden. Wie war das genau, die Firma? Firma Bauer und Kuster. Ja, die kenne ich. Darf ich mir mal das Bild ansehen? Oh ja, bitte, selbstverständlich. Hm. Hübsche Frau. Ja, das kann man sagen. Gute Figur. Ja, die hatte sie. Darf ich? Bitte. Bitte, sehen Sie. Ja, was haben Sie?
Wir waren mal an der Ostsee und da hat sie nur aus Spaß so eine Wahl mitgemacht. Und wissen Sie, was sie wurde? Miss Ostsee, und das war keine Schiebung. Haben Sie Irmi gesehen heute Morgen? Ja. Wie sah sie aus? Na ja, Maler am Hals und blaue Flecken und so. Ja, Walter. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Sind Sie Herr Schreiber? Ja, warum? Ach, sagen Sie, warum hat Panofsky eigentlich gerade Sie geschickt, um die Tote zu identifizieren? Ja, weil er nicht selber gehen wollte. Er hätte jeden geschickt, der Irmi kennt. Ach, Sie sagen auch Irmi. Wie? Ich meine, Sie sagen auch Irmi. Ja, das sagt doch jeder. Also. Na, zuerst hat er Benno gefragt, ob er Sie nicht identifizieren will. Benno, sind Sie? Ja. Aber er wollte nicht, gib mir zwei Klare. Ach, das war wohl nicht das Richtige für Sie, ne? Nein. Na ja, da hat Panofsky mich gefragt und gesagt, gehst du? Na ja, habe ich gesagt, wie ich dir einen Gefallen tue. Na ja, und so habe ich ihm den Gefallen getan. Gefallen? Ja. Das ist wohl nicht ganz der richtige Ausdruck, was? Na, er hat doch aber gesagt, tust du mir den Gefallen. Das hat er ihm ja auch getan. Und weiter? Was weiter? Panofsky konnte doch nicht mehr und einer muss es doch schließlich tun. Aber ich mach das nicht nochmal. Ich habe mich noch nie einen Toten gesehen. Meine ich jemanden, der ihn vorher gekannt hatte, dann ist er plötzlich nicht mehr. Ich da, so ganz ohne ein Funkenleben. Und das ausgerechnet bei Irma. Ich meine, die hatte doch eine ganze Menge Leben. Was meinen Sie damit? Na ja, ich meine, die hat doch mit dir was angefangen. Hm. Aber mit dir vielleicht nicht. Na, sag's doch mal. Ich hab sie nämlich beide erwischt. Im Kellneroffice. Halt den Mund. Du redest doch keinen Quatsch. Die Polizei sagt, dass ich jedes Mal die Wahrheit sagt. Die wollen doch wissen, wie Irmi war, nicht? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Von mir aus? Na ja, da stand sie eben vor Benno. Aber wie, kann ich Ihnen sagen? Die Hände in den Hüften? Na, Sie können sich das ja vorstellen. Na, Benno, was willst du denn? Na, sag doch, was du willst. Vielleicht mache ich es. Nicht ein Wort von dem, nicht eine Silbe. Nicht von dem, nicht bei Irmi. Und die hat ihn immer hochgenommen, so mit ihrer Ironie, wissen Sie? Die hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Den richtig fertig hat sie den gemacht. Ich weiß nicht, ich habe die falschen Männer gehabt. Ich weiß nicht, aus mir hat er sich nichts gemacht. Und mir braucht er nichts so nicht. Ja, nun ist schon gut, dann hören Sie schon auf. Was war denn mit dem Lastwagenfahrer gestern Abend? Ich denke, Sie hören nicht dazu. Er meint nur, dass wir für Ihre dreckigen Bemerkungen wenig Verständnis haben. Na, das habe ich denn gesagt. So zimperlich war die Irmi doch gar nicht. Hat eine Menge Spaß verstanden. Ja, der Lastwagenfritze, der wusste das auch. Haben Sie diesen Wiegand... Ach, wissen Sie eigentlich, dass er Wiegand heißt? Ja. Haben Sie den gesehen gestern Abend? Ja, der saß doch da. Wo bitte genau? Ja, da an der Ecke, in dem Tisch da. Ach, da am Ecktisch? Ja, und Panofsky ist dann hingegangen zu ihm und hat ihm was gesagt. Hat er Ihnen nicht gesagt was? Das wollten wir eigentlich von Ihnen wissen. Na ja, dass er abhauen soll, dass er alleine ziehen soll. Uns hat er gesagt, dem werde ich heute mal Bescheid geben, dem zeige ich mal, was los ist. Hat er sonst noch was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe jedenfalls nichts mehr gehört. Aha. Sagen Sie, welcher ist eigentlich Ihr Koch? Ja. Der ist da drinnen. Ja, ich saß. Ah ja, Sie meinen, wie er heißt? Ganz recht, ja. Möhringer. Benno, haben Sie doch mal einen Moment. Ja? Sagen Sie, was für ein Mensch war eigentlich Frau Panofsky? Ach, Irma hat ihre Eigenarten. Gute und schlechte. Sie mochten sie? Wissen Sie, sie war offen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also vor allem ehrlich, offen und ehrlich, weil das so ihre Natur war. Ich habe niemals so einen Menschen kennengelernt. Sie versteckte nichts, war völlig ohne falsch. Nur im Effekt, also müsste man sagen, war das ein bisschen grausam. Das war's schon. Für Sie etwa? Na, sicher doch wohl mehr Ihrem Mann gegenüber, nicht? Ja, das meine ich. Für den war es die Hölle, aber wen interessiert das schon? Was haben Sie gestern Abend gesehen, Herr Wagner, nicht wahr? Ja, Wagner, Herr Kommissar. Ich meine, Sie kennen den Wiegand doch auch, den Lastwagenpaar. Na klar, den kennt er alle. Ich meine, und jeder wusste, dass Frau Panofsky mit diesem... Sicher, jeder wusste das. Und hat sich darüber amüsiert. Wieso denn das? Das ist doch so üblich, das tut man. Da denkt man sich doch nichts dabei. Da saß er.
Und Panofsky ging hin und hat ihm seine Meinung gesagt. Das haben Sie selber gesehen? Sicher, wir alle. Ja, und die Reaktion von Wiegand? Eine Wut hat er bekommen. Ach, Jezorn. Na, was hat er dann getan? Er blieb einfach sitzen, hat mit Irma gesprochen und sie dann hart angepackt. Wie angepackt? So am Arm, hart. Naja, also fest rumgerissen hat er sie. Er war nicht einverstanden zu gehen, er wollte nicht. Was denn los? Will ich das alleine machen? Ja, ich komme ja gleich. Er stand dann auf, ging raus, Irma hinter ihm her. Sie brachte ihn an den Wagen, wie immer, aber kam nicht mehr zurück. Kann der Koch mal herkommen? Ich weiß nicht, ob er Zeit hat. Der hat wahrscheinlich jetzt ein Essen. Ja, selbst wenn er ein Essen hat, der soll mal herkommen, ja? Er hat nämlich vor der Kriminalpolizei auszusagen. Ja, ja. Bitte. Vielleicht wichtig. Sie wollen mich sprechen? Ja, da kommen Sie doch mal her. Ja, was wollen Sie denn? Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Ich sitze in meiner Küche draußen und sehe überhaupt nichts. Hm. Gar nichts? Tja, außer den Speisen. Ich sehe Sie da andauernd an Ihrem Ausguck. Was sagen Sie? Na ja, von Ihrem Küchenfenster aus, da haben Sie doch einen sehr guten Blick, ne? Na ja, es geht. Ich nehme an, Sie wissen alles, was mit Frau Panofsky zusammenhängt. Na ja, was sollt alle wissen? Hm. Ja, so von Ihrem Küchenfenster aus, da haben Sie doch den... Ich brauche Sie nicht. Aber das ist hier mein Platz. Na ja, aber vielleicht gehen Sie jetzt mal in die Küche, ja? Später können Sie ja wiederkommen. Also von Ihrem Küchenfenster aus sehen Sie doch sehr gut diesen Tisch da, an dem gestern der Lastwagenfahrer Wiegand gesessen hat. Haben Sie ihn gesehen? Ja, natürlich. Hm. Wir waren doch gespannt, wie der Wiegand reagieren würde, wenn der Panofsky zu ihm kommt. Hm. Und er sagte, na ja, ich werde es ihm mal zeigen und so. Und er hat überhaupt nicht reagiert und sich um Panofsky gar nicht gekümmert. Aber eine Wut hat er gehabt, das kann ich Ihnen sagen. Eine Wut? Mhm. Ja. Ja, natürlich, aber... Also als Zeuge... Sie sollen lediglich sagen, was Sie gesehen haben. Mehr verlangt keiner von Ihnen. Ich sag ja, der Wiegand hat eine Mordswut gehabt. Dann gingen beide raus und seitdem habe ich die Irmi nicht mehr gesehen. Das kann ich bezeugen. Ja, Chef. Dann wollen wir mal. Tja. Na, danke schön. Ja, ich fahre da immer vorbei. Ich esse da und übernachte. Sie ist die Wirtin, warum soll ich sie nicht kennen? Sie sollen sie aber sehr gut gekannt haben. Wie meinen Sie das? Sie hatten ein Verhältnis mit ihr, das meine ich. Sie machen jetzt keinen Fehler. Wenn es so ist, kriegen wir es raus und zwar sehr schnell. Also. Verhältnis ist zu viel gesagt. War sie Ihre Geliebte? Wenn ich ja sage, was heißt das schon? Deswegen muss ich sie darüber lange... Sie sollen meine Fragen beantworten, mehr will ich ja nicht. Was Sie wollen, weiß ich. Sie wollen mir einen Mord anhängen. Will Ihnen überhaupt nichts anhängen. Doch, das wollen Sie. Also jetzt hören Sie mal zu. Sie kommen hier an und sagen Polizei und ich bin schon geliefert. Was? Ach, was reden Sie denn da? Aber die Vorstrafen sind in der Tasche. Entschuldigen Sie. Sie schlagen gern. Kann sein, aber ich bringe keine Frauen um. Hier war aber mal was mit einer Frau. Ja, da war mal eine, da habe ich eine gescheuert. Wenn Sie das meinen... Hm? Immerhin Gehirnerschütterung. Das kann man leicht sagen. Können Sie das feststellen? Die hat das schnell begriffen. Legt sich hin, spielte Bewusstlose und hatte Gehirnerschütterung. Ja, ja, ja. Und darum geht's ja jetzt. Eben. Jetzt wollen Sie mir einen Mord anhängen. Wer schlägt, der wirkt auch, was? Jetzt seien Sie endlich ruhig, ja. So ist das. Angeschrien wird man auch noch. Schrei ruhig ein bisschen, das macht dir nichts, dieser trüben Nuss. Sie waren also gestern Abend im Rasthaus. Ja. Da kam die Panofsky zu Ihnen und wollte Schluss machen. Nichts wollte sie. Das haben zwei Kellner und das Buffetfräulein bestätigt. Sind die vielleicht mit am Tisch gesessen? Die haben etwas zu laut geredet. Na schön, sie wollte Schluss machen. Und ich sagte, dann machen wir eben Schluss. Sie glauben doch wohl nicht, dass das die große Liebe war. Bei mir nicht und bei ihr. Das habe ich auch nicht behauptet. Wenn sie sagt, wir waren das nicht mehr, in Ordnung. Dann machen wir es eben nicht mehr. Nur... Was nur? Fällt Ihnen nicht? Fällt gar nicht nichts. Genau so war's. Nicht ganz.
Sie waren ziemlich laut und Sie haben auch mal wieder die Hand gehoben. Das haben drei Leute gesehen. Und? Dann bin ich aufgestanden und gegangen. Das haben die hoffentlich auch gesehen. Mit ihr zusammen sind Sie gegangen? Ja, Tom, ich ging allein raus. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Ja. Dann hat sie nämlich niemand mehr gesehen. Aber 20 Kilometer weiter wurde sie aus dem Wagen raus in die Böschung geworfen. Ja, und das wollen Sie mir anhängen. Sie waren es also nicht? Nein. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Da hilft Ihnen der Chef auch nicht. Sag mal, Herr Wiegand, diese Irmgard Panofsky, was fand die eigentlich an Ihnen? Wie meinen Sie? Na ja, es war doch eine sehr hübsche Frau. Ich meine, die hätte doch ganz andere Männer haben können. So käme auf mich. Ja, so ein Schlager sind Sie doch aber auch nicht. Hören Sie, Chef. Hier sind die Mädels schon immer nachgelaufen. Können sie alle haben. Genügend Dankschreiben. Ja, die lassen wir mal. Ja? Zeigen Sie noch mal jetzt hier am Wagen. Aha, das ist er. Ja, das ist er. Wie schwer ist das? Nee. 5 Tonnen unbeladen. Und gestern sind Sie beladen gefahren? Nein, ich war leer. Ich habe Möbel nach Frankfurt gebracht. Und wie schnell fahren Sie? 80. Vorschrift? Ja. Donnerwetter ist das hoch. Naja, es war schon immer mein Wunsch, mal hinterm Steuer eines Lasters zu sitzen. So als Kapitän der Landstraße. Ah ja? Na, die sind aber bestimmt nicht leicht zu fahren, was? Das ist richtig. Mhm. Na, dann wollen wir uns mal den Brummer hinten anschauen. Ja. Nee, lass ihn mal, ich bin ja alt genug. Da hinten ist alles leer. Nur Wolldecken, Kisten und so ein Zeug. Oh, da geht aber eine Menge rein, ne? Ja, kann man wohl sagen. Wenn Sie sich noch einen Traum erfüllen wollen. Die Tote hatte nur einen bei sich. Das könnte der andere sein. Gucken Sie mich denn so an? Na, Wiegand, wie wär's denn jetzt? Was wollen Sie denn von mir? Das Geständnis, was sonst? Aber so nach 20 Kilometern habe ich doch an Irmi gar nicht mehr gedacht. Ja, und weiter? Na, da überholt mich einer. Macht so komische Zeichen. Ich hab nicht verstanden. Ich denk mir noch, leck mich doch. Na, da kommt wieder einer, überholt mich und zeigt so komisch nach hinten. Was nach hinten? Wieso? Naja, wie wenn am Wagen irgendwas nicht in Ordnung wäre. Ach so. Na, da habe ich angehalten und will mir die Sache anschauen, gehe nach rückwärts. Habe ich's gesehen, die Tür hinten laufen. Ich gehe hin, will sie zumachen, habe ich's dann gesehen. Irmi lag im Wagen, so komisch auf dem Bauch. Ich sag noch, mach keinen Quatsch. Wie bist du da reingekommen? Hab ich dann erst gesehen, dass sie tot war. Und dann haben sie sie rausgeworfen? Ja. Ach ja, gratuliere. Ich höre gerade, ihr habt den Mörder. Ja. Ah ja, manchmal ist es ganz leicht. Ja. Aber nur manchmal. Ja. Also wenn du jetzt noch mal ja sagst, trete ich dir ans Kreuz. Ja. Sag mal, Harry, was hat er eigentlich? Einen Damenschuh. Er hat nicht gestanden. Das tun die nicht so gerne. Aber sowas zu leugnen, ist doch völlig sinnlos. Wie lange hast du ihn drangenommen? 4 Stunden. Hast du ihn stehen lassen? Nein. Na ja, hör mal, Stuhl kommt doch bei mir gar nicht in Frage. Stehen lassen, bis sie weich werden in den Knien. Was? Jeder hat eben seine Methode. Den stehen oder sitzen lassen, ist doch völlig wurscht. Das ist ein verdammter Unterschied. Zunächst musst du mal ran an jeden Burschen, vor dem du was willst. Mit 100 Sachen ran. Stehen lassen, anschreien, am liebsten auch hier. Zack. Ach komm, Robert. Na ja, nur, man sieht's nicht so gerne, ich weiß. Aber ich sag dir,
Ja, die meisten kannst du ganz leicht aus dem Anzug stoßen. Die sind richtig begeistert, wenn sie was sagen dürfen. Wenn du höflich bist, halten sie dich bloß für dämlich. Na, Walter? Er hat wohl nichts weiter gesagt, was? Und wenn ich den bis morgen früh verhöre? Der sagt nichts anderes. Und was hast du vor? Ich dachte, ich fahre noch mal raus zum Rasthaus. Ja. Nimmst du mich mit? Ich habe nämlich schon zu Hause angerufen, dass ich nicht komme. Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Nein, es hat gar keinen besonderen Grund. Also, wenn Sie mich fragen, ob er eifersüchtig war, entschuldigen Sie, wenn ich sitzen bleibe, aber die Arbeit schafft einen. Aber ja, bitte. Ja, wahrscheinlich war Panofsky eifersüchtig. Das kann ja manchmal wie eine Krankheit sein. Wahrscheinlich. Könnte man sagen, dass die Eifersucht von Panofsky wie eine Krankheit war? Was weiß ich, bin ich ein Arzt? Warum fragen Sie ihn da? Ich möchte es gern wissen. Sie haben doch den Mörder. Ja, ja, es sind nur noch verschiedene Details. Ach so, er hat wohl noch nicht gestanden. Nein. Dazu kriegen Sie ihn schon noch. Aber ganz abgesehen mal davon, könnte man Panofsky eine Gewalttat zutrauen? Dem eine Gewalttat? Also ich kann mir viel vorstellen, aber das nicht. Ich will Ihnen mal was erzählen. Wiegand, der Möbelfahrer, wohnt hier. Ist oben im Zimmer und Irma ist bei ihm. Jeder weiß es. Auch Panofsky. Was hat er gemacht? Ne? Vor der Tür gelegen und geheult. Gebettelt und geheult, dass sie rauskommen soll. Von wegen und Gewalt hat. Der nicht. Ganz unmöglich. Tat er Ihnen leid? Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich ihn mehr bewundert. Was ist daran zu bewundern? Wie er immer wieder verziehen hat. Wer kann das schon? Oh, entschuldige, wenn ich störe, aber mein Dienst fängt an. Du bist doch hier. Die wollen dich abholen. Was? Könnten sie nicht? Also, was soll denn der Blödsinn? Hast du nicht auch mit ihr gepennt? So, was ist denn hier eigentlich los? Wovon wird denn hier gesprochen? Von Irmi. Entschuldigung, ich muss mal einen Bus kriegen. Was hat er denn heute? Man hat sich doch ganz klar ausgedrückt. Ist doch völlig Quatsch. Ich und Irmi. Dafür regen sie sich aber ganz schön auf. Naja, hören Sie doch mal zu, wenn er sowas sagt. Denkst du ja direkt mal schon gleich im Knast. Waren Sie das schon mal? Naja, nur so 3 Monate. Ganz belanglose Sache. Was war's denn? Angeblich Betrug. Haben die gesagt. Ich sagte das nicht. Ist natürlich eine reine Auslegungssache. Sie haben sicher Ihre eigene Art, die Dinge auszulegen. Spielt das eine große Rolle jetzt? Ich muss wissen, was Ihre Aussagen wert sind. Was habe ich denn gesagt? Dass Panofsky eifersüchtig war. Ja, genau, von morgens bis abends. Hat er darüber gesprochen? Ja, das auch. Was hat er noch gesehen? Andauernd kam er an und hat gesagt, Hansi, tu mal den Gefallen, guck mal, pass mal ein bisschen auf, ich muss in die Stadt. Aber wie sollst du denn da aufpassen? Das Erste, als er zurückkam, war, sah, was war, sag mal, war was? Hätten Sie sehen sollen, die Augen hätten Sie sehen sollen von ihm. Wenn ich dann sagte, nein, es war nicht, sei beruhigt. Hatte ich immer den Eindruck, es war ihm auch nicht recht. Komisch, wie? Ja. Was denken Sie denn jetzt? Nichts, nichts. Ist schon gut. So, ich bin fertig. Wie ist das mit dir? Ja. Das war ja ganz interessant. Danke. Ah, das ist ja schön. Du, ich muss ein bisschen frische Luft schnappen. Komm mit. Ja. Na, ich sehe schon, Grabert, du machst dir wieder deine eigenen Geschichten zurecht, was? Wieso welche? Ja, du glaubst doch wahrscheinlich dem Wiegand, wenn er sagt, man hätte ihm die Tote in den Wagen gelegt. Ja. Stimmt's? Ich finde den Wiegand zwar zum Kotzen, aber ich glaub ihm. Aha. Hier hat sein Laster gestanden, sagt Wiegand. Die Irmgard ist mit an die Tür gekommen, aber nicht weiter. Mhm. Na, auf dem Parkplatz ist er ganz allein gewesen, keiner, der kam oder wegfuhr. Und dann ist sie angeblich zurückgegangen. Chef, da ist ein kurzer Flur von 3 oder 4 Metern. Im Lokal hat man Irmgard nicht mehr gesehen. Und hier auf dem Parkplatz ist sie nicht gewesen.
wenn ich Wiegand mal glaube. Hat man sie im Flur umgebracht? Kann man das? Kein Schrei, nichts? Kein Kampf, kein Lärm in Sekunden? Denn der Mörder musste sie ja noch in den Wagen legen, dazu musste er hinten aufmachen. Mhm. Während Wiegand vielleicht schon vorne im Führerhaus saß und der Motor lief. Du meinst, dass Panofsky so schnell und so kaltblütig wäre? Sie halten nichts von der Geschichte? Können wir ja mal untersuchen. Frau Wiesinger, sicher haben Sie einen Augenblick Zeit für uns. Ja, wo war eigentlich Herr Panofsky vorgestern Abend? Vorgestern Abend? Ja, so zwischen 10 und 11. Ah ja, im Büro. Im Büro. Hm? Und wo ist das? Ah ja, in dem da hinten. In dem da hinten? Hm? Ah, und hier war Herr Panofsky, das wissen Sie genau. Naja, das weiß ich ganz genau, weil die Tür stand offen und wir haben ihn gesehen. Er machte die Monatsabrechnung mit den Kellnern, aber ich weiß schon, warum Sie fragen. Ja, warum? Naja, das haben wir uns alle auch zuerst gedacht, dass dem... Was denn? Mit seiner Eifersucht einmal der Kragen platzt. Ah ja? Ah, und dass der einfach Schluss macht mit Irmi. Einfach so. Naja, aber das hat er doch nicht, oder? Na nein, ich sag ja. Die Tür stand offen und wir haben ihn die ganze Zeit gesehen. Ja, Moment mal. Wie können Sie ihn sehen, wenn Sie die ganze Zeit hinter der Theke stehen? Aber ich gehe doch x-mal daran vorbei. Ah, ja. Außerdem ja, hat er damals, glaube ich, zweimal sogar von mir ein Bier haben wollen. Ja, und die anderen? Und die anderen waren drin bei ihm. Die haben mit ihm die Abrechnung gemacht. Ah ja. Also nichts mit meiner Geschichte. Na, Moment mal. Also die Monatsabrechnung hat er gemacht. Ja. Das hat mich auch gewundert. Und die Tür, die stand... Wieso haben Sie sich gewundert? Ja, weil es nicht der 15. war. Ach, er macht immer am 15. die Monatsabrechnung. Mhm. Mhm. Und die Tür, die stand offen, wie Sie sagten. Ja. Die steht immer offen. Ich frage nur, weil sie ja jetzt zum Beispiel zu ist, ne? Nein, gewöhnlich ist sie zu. Ach so, aber an dem Abend da... War sie offen? Da war sie offen, da bin ich hingegangen und habe sie zugemacht, aber dann stand er selber auf und... Wer bitte? Der Panofsky und hat sie wieder aufgemacht. Ja, und deswegen haben wir ihn ja die ganze Zeit... Ach so. Hören Sie, Sie glauben doch nicht, dass er seine Hände im Spiel hat. Ja, na, ist in Ordnung. Vielen Dank, Frau Wiesinger. Nein, ich habe ihn die ganze Zeit an diesem Abend gesehen. Ja, schönen Dank. Ich sagte schon einmal. Vielleicht haben Sie die Wäsche irgendwo hinzutragen. Es sieht doch aus, als wollte er sich ein Alibi verschaffen. Vielleicht? Stimmt doch was nicht. Eine Tür steht auf, die sonst immer zu ist. Und er macht eine Kellnerabrechnung, die er sonst nie macht. Na ja, warten wir es mal ab. Hast du gesehen, wie die Wiesinger abgerauscht ist? Was halten Sie denn von der? Etwas zu trinken? Ja, vielleicht etwas zu essen? Auch nicht. Also fragen muss ich ja. Ja, ja, schon gut. Es wäre auch möglich, dass der Panofsky mit so einem Kellner unter einer Decke steckt. Hm. Guten Tag. Ja, Herr Panofsky. Ich höre gerade, Sie erkundigen sich, wo ich vorgestern Abend gewesen bin. Ja, ich hoffe, Sie missverstehen das. Aber das kann doch nur bedeuten, dass Sie mich in irgendeiner... Aber nein, das bedeutet gar nichts. Ich weiß ja, Sie waren im Büro und haben Ihre Monatsabrechnung gemacht. Ja, ja. Aber bitte nehmen Sie auch Platz, ja? Danke. Sie haben also Ihre Monatsabrechnung früher als sonst gemacht. Darf ich fragen, warum? Mein Steuerberater fuhr in Urlaub und wollte vorher gerne noch alles fertig haben. Ah ja, das ist ja plausibel, nicht? Und die Tür ließen Sie offen? Offen? Ja, die Tür zum Büro. Das hat doch einen Grund. Was, ein Grund? Ja. Ja, die Heizung funktionierte nicht. Sie entschuldigen, ich muss... Die Heizung funktionierte nicht, ne? War aber ganz schön nervös, was? Bitte schön. Ah, da ist ja die Heizung. Oh. War die kaputt? So? Da hat sie niemand repariert. Wenn ich das nicht wüsste. Komm. Ja, was fragen Sie denn nach der Heizung? Danke. Ja, aber es heißt danke, danke. Jetzt sitzt Panofsky wieder im Bett und heult. Sind wir denn alle Mörder? Nein, nur einer. Warte du mal, Ronny.
Fangen Sie nicht wieder davon an. Ich will nichts mehr davon hören. Verzeihen Sie, wenn ich hier so hereinplatze. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein, Sie stören nicht. Werde ich nicht. Was machen Sie hier? Ich? Wieso? Naja, ich muss sowieso jetzt gehen. Entschuldigung. Nein, nein, wirklich, ich meine, was machen Sie hier? Ja, ja, wir haben die Speisekarte für morgen besprochen. Ach, die Speisekarte. Und was gibt's Schönes? Wir waren gerade dabei. Was war denn? Oh, nichts Besonderes. Du machst dir deine Geschichten zurecht und ich eben meine. Ne? Wie ist der Wein? Gut. Ja? Herr Schreiber. Und ja, Herr Großer? Ich möchte auch so einen Wein hier. Ja. Ja. Herr Schreiber, sagen Sie, wann werden die Speisekarten immer gemacht für den nächsten Tag? Wieso? Ja, verstehen Sie nicht, was ich meine? Nee, wir haben nämlich immer die gleiche. Ach so, ja. Ja, dann bringen Sie mir einen Wein. Ne? Jetzt würde ich hier gerne eine kleine Katze sehen. Ja? Warum? Die Sie aus dem Sack lassen. Also der Lastwagenfahrer ist dran. Der kommt aus der Sache nicht raus, da kann er machen, was er will. Den verurteilen Sie, da können Sie gar nicht anders. Bald, der zerbricht immer nicht den Kopf der anderen. Was tun wir denn? Wir ermitteln, stellen die Unterlagen zusammen. Was ist denn das? Das ist der Klage. Ah ja, wie eine Liste von Plus und Minus und das gibst du ab. Zusammenzählen muss das Gericht. Und wenn du nur an dem vorbeiläufst, der es gemacht hat? Tust du denn das? Oh, ich habe so das Gefühl, danke. Danke. Tag, Chef. Ah, Tag. Richten Sie ihn mal ein bisschen auf, er ist ganz verzweifelt. Ach, das steht ihm gut. Tschüss. Also, hast du noch einen Moment Zeit, Vater? Komm. Ja, natürlich. Was habt ihr denn gegessen? Kassler. Und? Ja, es war gut. Wiener Saloon Bäuscher. Nee, da bleibe ich lieber beim Kassler. Tja, Walter, wie ich dich kenne, denkst du doch wahrscheinlich, der Panofsky war's, ne? Was gefällt dir eigentlich an dem Jungen nicht? Diese Eifersucht, diese verdammte Eifersucht. Aber er hat doch nie etwas daraus gemacht. Weder hat er seine Frau bedroht, noch verprügelt, noch sonst irgendetwas. Und plötzlich soll er ihr die Kehle zudrehen? Ja, hallo. Ich möchte einen Wein, ja? Ja, ich komme gleich. Ja. Nein, 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 nein. Außerdem hat ja dieser Benno Wagner, glaube ich, hieß er, nicht? Ja. Ja, der hat dir doch gesagt, dass er ihr immer vergeben hat. Walter, ich glaube, wir müssten uns mehr um die Hauptperson kümmern. Irmgard. Hm? Genau, denn morgen ist Beerdigung und ihre Eltern sind gekommen. Warte mal, ich habe es so aufgeschrieben. Ach, hier, ja. Ein Herr und Frau Kettler und wohnen in der Pension Deinert. Sagen Sie meiner Frau bitte nicht, dass ich hier unten bin und dass die Herren von der Polizei sind. In Ordnung, Herr Kettler. Verzeihen Sie, warum soll sie nichts sagen? Weil sie noch gar nichts weiß. Was, Ihre Frau weiß von nichts? Nein. Wie kann ich ihr das sagen? Ich habe ihr sowas schon zweimal sagen müssen. Das verstehe ich nicht. Es ist nicht das erste Kind, das ich verliere. Zwei sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und Irmgard, das wissen Sie ja. Jetzt haben wir also keine Kinder mehr und keine Sorgen. Ja, aber Ihre Tochter wird morgen beerdigt. Bis morgen sage ich es ja auch. Nur, dass sie erwürgt wurde, muss ich verschweigen. Warum? Weil es zu schlimm ist. Es spielt ja auch keine Rolle, auf welche Weise sie ums Leben gekommen ist. Ihre Tochter hatte einen Liebhaber. Einen? Das würde mich wundern. Aus diesem Grund ging ja auch ihre erste Ehe kaputt. Ach, sie war schon mal verheiratet? Ja. Sie hat auch ein Kind, eine vierjährige Tochter, aber die ist bei ihrem Vater. Die Schuld bei der Trennung lag ja bei ihr. Als Panofsky zu mir kam, da habe ich zu ihm gesagt, Freund, so und so ist das und damit musst du dich abfinden oder du darfst sie nicht heiraten. Und er? Ihm war alles recht. Ich habe ihm gesagt, sie wird dich leiden lassen wie ein Tier. Sie kann nicht anders. Das würde ihm nichts ausmachen, hat er gemeint. Und ich habe ihm geglaubt. Aha. Ja, weil er feige ist, ein Schwächling.
sind die Herren von der Polizei. Ganz recht. Ich bin Frau Kettler. Ich hätte gern mit Ihnen gesprochen. Meine Tochter war der einzige Mensch, zu dem ich eine besondere Beziehung hatte. Zu niemandem sonst. Sie schließen Ihren Mann absichtlich aus? Gegen Ende des Krieges bin ich mit meinen Kindern aus Schlesien geflüchtet. Irmgard war damals, naja, 6 Jahre alt. Sie hat ziemlich viel mit angesehen. Ich muss Ihnen das nicht aufzählen. Mord, Totschlag, Hunger und Kälte und das Dach über dem Kopf war wichtig. Lassen Sie mich etwas fragen. Ja, bitte. Finden Sie Irmgard unmoralisch? Davon habe ich nichts gesagt. Sie? Ich? Nein, warum sollte ich dazu? Weiß ich zu wenig von ihr. Ja, sie hat immerhin einige Liebschaften oder Beziehungen gehabt. Dabei hat sie nur 2 Arten von Männern kennengelernt. Die Hilflosen und die Brutalen. Vor beiden hat sie sich gefürchtet. Sie liebte eben auf eine verzweifelte Weise, weil sie Männer verachtete. Das war eben ihre Art von Reaktion. Und ihr Mörder ist der Mann, der das begriffen hat. Halten Sie es für möglich, dass es Panofsky selber gewesen ist? Es gibt Männer, die weinen, wenn sie lieben. So einer ist Panofsky. Und so einer ist mein Mann. Ich weiß nicht, wie Sie über solche Dinge denken, jedenfalls. Ich mag meine Tochter. Es hat nicht eine Sekunde gegeben, in der ich sie verurteilt hätte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Harry, bring die gnädige Frau hinaus. Ja, ein bisschen sonderbarer Vogel, was? Wie bitte? Wie können Sie sowas sagen? Sie versteht Ihre Tochter. Ich verstehe sie auch. Man kann sie doch nicht in Bausch und Bogen verurteilen. Irgendwie tut sie mir leid, dass sie nicht fertig geworden ist mit allem, was sie gesehen und erlebt hat. Du hast vollkommen recht. Ne? Und ich steig mal wieder auf die Barrikaden. Ja, aber das steht dir sehr gut. Ja, ja, ja. Du, wir kommen weiter. Da hat sich nämlich, das weißt du noch gar nicht, vor einer Stunde ist das passiert, da hat sich der Fahrer gemeldet, der den Wiegand auf der Autobahn überholt hat und ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass die hinteren Türen offen sind. Was denn, der hat sich gemeldet? Ja. Ja, wo kommt der her? Ich meine, wieso weißt du das? Du hast es in der Zeitung gelesen. Ja, aber dann... Dann stimmt die Geschichte, die Wiegand uns erzählt hat. Und er ist doch nicht der Mörder, sehen Sie. Oh, abwarten. Du meinst Panofsky. Er muss es sein. Er hat eben diese vollkommene Verachtung kapiert. Na ja, schon möglich, aber... Hier ist der Entwurf für die... Ja, danke, Reben. Ja, danke. Wir sollten ihn jetzt nicht aus den Augen lassen. Der Typ wird weich, der bestimmt. Hallo, Walter. Wie? Siehst du? Dürfen wir? Ja, ja, natürlich. Nur pass auf, ich habe meine ganzen Zettel hier, dass ich das jetzt nicht durcheinander kriege. Was ist denn los? Ich habe ihn am Wickel. Ich krieg ihn. Wir halten Daumen. Der träumt ja doch von dem Panofsky. Nee, gar nicht, du. Ich guck mir den nur ein bisschen näher an. Verstehst du mir nicht? Und so, dass er es nicht merkt. Der ist fertig, der Mann. Der ist erledigt. Wenn du den antippst, fällt er um. Der geht durch die Straßen, als wenn er heult. Das ist fantastisch. Die Erbsensuppe, bitte. Ja, zweimal. Und ein Bier. Sag mal, weshalb heult er denn? Weil sie ihm die Frau abgemolzt haben, oder? Nee, eben nicht. Warum dann? So anders. Du, bestell die Erbsensuppe, die ist gut. Ja, die haben wir ja schon bestellt. Ach ja, die ist prima. Ja, ein bisschen überarbeitet. Leicht lediert. Mhm. Was ich Ihnen gesagt habe. Hier sitzt er jeden Abend. Dabei hat er doch sein eigenes Restaurant. Die Raststätte hat er erst seit einem halben Jahr. Das ist eine Kneipe von früher. Er hat ja auch noch seine alte Wohnung, hier ganz in der Nähe. Ja, dann komm. Lass mich mal. Na, Panofsky, ich such Sie überall. Herr Kommissar, ja, woher wissen Sie... Ja, aber bitte nehmen Sie so Platz wieder. Dürfen wir? Bitte. Ja, ich hätte Sie so gerne mitgenommen. Mitgenommen?
Ja. Wieso? Oh, haben Sie getrunken? Ich habe getrunken. Ja, wie viel haben Sie denn von denen da? Ja, drei oder vier halbe und... Ja, und die? Ja. Zwei klare. Warum? Das ist ein Jammer. Wissen Sie, eine Aussage ist nämlich nicht gültig, wenn man getrunken hat. Ja, was ist für eine Aussage? Naja, Sie warnst doch, ne? Hey, mal, Sie haben doch Ihre Frau umgebracht. Was, ich? Ja, wir sind uns jetzt ziemlich sicher. Was nehmen die Herren? Ach, danke schön. Wir gehen gleich wieder, ja? Bitte sehr. Also kommen Sie mal morgen um 9 zu mir ins Büro, aber nüchtern. Ja? Komm mal. Ja, was sind das für Beschuldigungen? Aber der ist doch so weit, der redet gleich. Ja, warum komm, gehen wir? Komm, komm, komm. Ja, was wollen Sie? Ja, ich hätte Sie doch zu gern normal gesprochen, verzeihen Sie. Dürfen wir hereinkommen? Nein, das geht nicht. Warum dürfen wir nicht hereinkommen? Es ist doch sehr nett hier. Sehr persönlich eingerichtet, ganz anders wie im Rasthaus. Aber was wollen Sie? Ja, dürfen wir uns setzen? Sehr liebenswürdig. Ja, wir können natürlich auch draußen vor der Tür warten, bis der kommt, mit dem Sie so verzweifelt telefoniert haben. Ja, wir haben Sie gesehen. Wir haben natürlich kein Wort verstanden. Aber ich nehme an, Sie sagten, Sie müssten zur Vernehmung und hätten Angst, verhaftet zu werden. Dann wissen Sie sicher auch, was mein Gesprächspartner gesagt hat, wenn Sie so ein Hellseher sind. Ja, ich nehme an, er sagte, warte ab, tu nichts, ich komme sofort. Und auf den warten Sie jetzt. Und deswegen stören wir Sie. Na, was ist? Warum gehen Sie nicht an die Tür? Warum machen Sie nicht auf? Spielt doch gar keine Rolle, wer dran ist. Achtung, Polizei! Hier ist Polizei! Nein, nein, gehen Sie! Gehen Sie zu! Gehen Sie zu! Lass doch, Alter! Den kriegen wir schon noch. Scheiße. Wenigstens was. Bravo. Aber ist doch ganz einfach, mach es genau umgekehrt, setze das Stück an Schluss. Ja, das weiß ich, aber gerade das wollten die doch haben. Was die haben wollen, ist mir völlig wurscht. Schreib das Aktenzeichen drauf. Meinst du, ich reich das noch mal ein? Ligo, was ist los? Was macht er? Er telefoniert. Mit wem? Das weiß ich doch nicht. Der will halt wissen, was er vergessen hat zu tun. Naja, der Alte macht uns doch immer ein schlechtes Gewissen. Sitzt da, trinkt Kaffee, blinzelt einen an. Na, wie hast du gespielt? Gestern haben wir vielleicht einen Billardmeister unter uns. Er telefoniert bestimmt wegen dem Schlüsselbund. Was denn für ein Schlüsselbund? Aber mit wem bloß? Hier ist die Adresse. Na, Walter? Gut gefrühstückt? Gut gelaunt? Gefrühstückt, ja. Na, das andere kommt noch. Du löst heute den Fall Panofsky. Ja, ja. Ich? Ja, wir haben nämlich alles zusammen. Wir wollen jetzt endlich Klarheit haben. Es geht um Irmgard Panofsky, die hier die Wirtin war und die mit ihrem Mann zusammen dieses Gasthaus geführt hat.
Das Geschäft war in Ordnung. Schwierigkeiten gab es nur in der Ehe der beiden. Was? Ich war sehr glücklich. Wie können Sie das sagen? Na, Panowski, wenn Sie glücklich sind. Das ist doch wohl meine Sache, nicht wahr? Es kommt doch wohl darauf an, wie ich die Sache sehe. Jedenfalls hatte Ihre Frau eine Menge Liebschaften. Und warum sagen Sie das hier? Vor allem, wen geht das was an? Die hatte sie ja nur, nicht? Genau. Und Sie wussten es und Sie waren vor Eifersucht fast wahnsinnig. Das war Unsinn. Warum geben Sie denn das nicht zu? Na? Morgens um 7 wird Irma Panowski an der Autobahn gefunden. Wir ermitteln den Mann, der sie aus dem Wagen geworfen hat. Und der gibt an, ein anderer Autofahrer habe ihn überholt, habe ihn auf die offenen Wagentüren aufmerksam gemacht und erst so habe er die Tote entdeckt. Die Aussage ist glaubhaft. Glaubhaft? Dieser charakterlose Mensch. Muss ich mir das sagen lassen? Ich sag's noch öfter! Ruhe, hören Sie auf! Ein Verbrecher. Ein kaltblütiger Verbrecher. Ich soll ihn wohl nicht scheiern. Das will er wohl nur. Ich sagte Ruhe. Diese Aussage ist allein deshalb glaubhaft, weil die absichtliche Herbeiführung einer solchen Szene ihrem entlastenden Charakter nach wenig wahrscheinlich wäre und außerdem die Intelligenz des Wiegands zu übersteigen scheint. Wie bitte? Es lag also nahe, dass der Mörder Wiegand benutzte, um den Tatverdacht in fast eindeutiger Weise ihm zuzuschieben. Und dazu passt sehr gut die Streitszene zwischen Irma und Wiegand, als der Ehemann seine Frau aufforderte, mit Wiegand Schluss zu machen. Überhaupt das ganze Verhalten Panowskis in einen Plan zu gehören scheint. Besonders das Offenlassen der Bürotür. Weißt du, dass die Tür offen war? Ich wollte Luft haben. Ach, ich dachte, die Heizung war nicht in Ordnung. Aber ich will den Plan nicht, den Sie mir vorwerfen. Beispielsweise sich das Alibi zu verschaffen. Hm, habe ich das vielleicht nicht? Dann sagen Sie mir doch, wann habe ich denn meine Frau umgebracht? Hm? Wann? Und wie denn? Hat Ihnen das jemand vorgeworfen? Ich glaube, Chef, er ist gar nicht der Mörder. Aber er wusste, dass seine Frau umgebracht werden sollte. Es war zwischen ihm und dem Mörder abgesprochen. Ja. Dafür spricht auch die Tatsache, dass Panowski für die Tat selber viel zu feige war. Obwohl er es gern getan hätte. So? Und wer ist denn nun der Mann, der das für mich getan haben soll? Man muss sich vorstellen, ein Mann, der seine Frau anbetet, seine Frau liebt und sich selber gewissermaßen aufgegeben hat, seinen Stolz und seine Selbstachtung. Und man hat ihn rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, wenn du diese Frau heiratest, dann erlebst du das und das. Macht nichts, sagte er. Ich halte das schon aus. Ich bin sicher, dass er das vorhatte, das auszuhalten. Aber es war wahrscheinlich zu viel für ihn. Wollten Sie irgendwas sagen? Nein. Ja, wann wollen Sie denn eigentlich anfangen, was zu sagen? Ja, was sollte ich denn sagen? Wie Sie wollen. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Na, darauf kommen wir noch zurück. Panowski begann, seiner Frau den Tod zu wünschen. Das ist meine Meinung. Das behaupte ich steif und fest. Und er fand auch den Mann, der das für ihn tat, was er tun wollte, um seine Qual zu beenden. Es müsste eine besondere Beziehung zwischen Panowski und dem Mörder bestanden haben. Ja, nur so sind gewisse Gespräche vorstellbar. Die man vielleicht in Bruchstücken rekonstruieren kann. Wie soll ich es machen? Wann soll ich es machen? Heute? Morgen? Oder vielleicht gar nicht? Lass sie am Leben. Aber du bist dir doch klar darüber, dass du so gar nicht weitermachen kannst. Also gut, heute. Ich werde ins Büro gehen, lass die Tür offen und mach die Kellnerabrechnung. Ja. So muss das Gespräch der Komplizen ausgesehen haben. Nein. Herr Panowski. Und so führten sie es auch aus, nach Plan. Irmgard begleitete Wiegand hinaus. Sie blieb im Flur stehen, bis Wiegand zu seinem Wagen ging. Und der Mörder stand schon hinter ihr. Sie drehte sich um und stand vor ihm. Ja, aber sie schrie nicht. Sie hielt es einfach nicht für möglich, was dann geschah. Naja. Wir wissen, er erwürgte sie. Dann trug er sie hinaus, öffnete die hintere Tür des Lastwagens und schob sie hinein. Er kam gar nicht mehr dazu, sie fest zu verschließen, denn Wiegand fuhr schon ab. Wer war es denn? Sie haben Ihren Zeitpunkt verpasst, Möhringer.
Das ist der Mann, der den Mörder gesehen hat und erpresst ihn. Er versucht, aus seinem Wissen Kapital zu schlagen. Was sagen Sie denn da? Halten Sie den Mund. Jetzt brauche ich Sie nicht mehr. Wir gingen also zu Panofsky in seine Stammkneipe. Jetzt verstehe ich, warum Sie Panofsky Angst gemacht haben. Er geriet in Panik und telefonierte, um den Mörder zu warnen und alles zu besprechen. Und als der Mörder kam und gerade die Wohnungstür aufschließen wollte, da wurde er durch Panofsky gewarnt und lief davon. Ja, und in seiner Eile ließ er dieses Schlüsselbund stecken. Wem haben Sie denn die Schlüssel gegeben? Ich habe keine Schlüssel weggegeben. Aha, aber die passen alle zur Dielentür, zur Wohnungstür, zum Keller Ihrer Wohnung. Also was sind denn das für Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, wenn Sie es nicht wissen, dann sind es wohl alte Schlüssel. Ja, wem hat denn die Wohnung früher gehört? Das ist zu blöd, danach hätte ich mich erkundigen sollen. Es war die Wohnung von Irmgard Panofsky, die sie behalten hatte, als sie von ihrem ersten Mann geschieden wurde. Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, die Herr Panofsky mitgemacht hat. Ach so. Also der erste Mann hat die Schlüssel zu seiner alten Wohnung behalten. Zwei Leute aus den gleichen Gründen. Ja, der eine tat es für den anderen und für sich selbst. Na endlich. Harry? Na, ausnahmsweise mal pünktlich. Danke, Harry. Das ist die Tochter von Irmgard Panofsky aus erster Ehe. Na, Andrea, und zeig uns mal, wo dein Vater ist. Hier. Was? Benno, ist Irmis erster Mann? Das scheint so. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dann war das also Ihre alte Wohnung. Benno Wagner, Sie sind verhaftet. Ich komme schon. Machen Sie sich fertig, Panofsky. Und Sie auch, Möhringer.